Let's go! Guck mal, dass ihr Platz habt und dann lasst uns ein bisschen rocken. Wir starten. Kreisen die Hüfte. Machen uns erstmal richtig schön warm. Also vor allem ich mich, weil euch ist wahrscheinlich ein bisschen wärmer. Und dann Richtungswechsel. Und dann das Becken. Einfach nur locker vor und zurück kippen. Locker in den Knien bleiben. Lange Wirbelsäule. Ein- und ausatmen. Und dazu nehmen wir die Arme nach oben und drehen die Arme mit zurück. Hohlkreuz. Vor, Becken zurückkippen. Das Becken kippt und die Schulterblätter komm mit hoch, die Schultern drehen ein. Noch 4, 3, 2. Dann das Becken so ein bisschen fallen lassen, die Arme zur Seite und Oberkörper etwas zu drehen. Ist auch schön, dass da so ein bisschen Knacks im Rücken. Und dann könnt ihr euch hier auch etwas nach hinten nehmen, mal gucken, wie das tut. Und dann wieder zur Mitte, auf ein Bein, ein Knie nach oben, das Knie zur Seite, Ferse hoch und nach hinten runterkreisen. Das Knie hoch, Knie raus, Ferse, ihr wisst ja hier, Ferse ganz am Po ziehen, hinten runterkreisen. Wupp, wupp, zack, und hinten runter. Einmal. Und dann wechseln, das andere Bein gleich hoch, raus, Ferse und hinten runter. Immer wenn wir den Kniekreis weitermachen, von hier Ferse an Po ziehen. Das ist okay, wenn hier die Oberschenkelrückseite arbeitet, das wollen wir. 2. Einmal. Und dann komm ein bisschen in die Grätsche. Von hier mit langer Wirbelsäule nach vorne rein und nach vorne wippen. Die Grätsche so weit wie es geht, so dass du fest stabil bleibst. Immer mit dem Bauchnabel zum Boden, nicht mit der Brust oder mit dem Kopf. Sondern immer Bauchnabel runter. Rücken bleibt schön lang. Die Fußzehen ein bisschen mit dem Boden reinpacken. Dass wir da einen Druck bekommen, noch 10 Sekunden. Und dann kann die Hände einmal auf den Boden setzen. Einmal zurück in die Liegestütz. Und dann einmal aufdrehen zu einer Seite. Was? Und dann abdrehen, aufdrehen zur anderen Seite. Liegestütz und drehen. Liegestütz. Umspannen halten. Und dann wieder Seite 1. Oberes Bein bleibt, unteres Bein geht vor. Komm zurück. Wir drehen. Unteres Bein vor, zurück. Liegestützposition. Drehen. Vor, zurück und rotieren. Und zurück. Jede Seite einmal. Dann komm zur Mitte. Leg dich von hier einmal ab. Und jetzt nur mit dem Oberkörper nach oben und ablegen. Push und ablegen. Blick mit nach oben, wenn du kannst. Arme ganz strecken. Wenn es nicht geht, setz die Hände einfach ein bisschen weiter vor. Dann geht es nicht ganz so weit hoch. Kommt auf deine Beweglichkeit noch an. Und hier. Oben bleiben, Brust raus, Po-Bank zusammentragen, Liegestütz, Hände bleiben am Boden. Wir laufen mit den Füßen, so gut es geht, zu den Händen ab. Wenn ihr merkt, es geht nicht mehr weiter,
Nochmal ein bisschen reinwirken für 10 Sekunden. Rückseite ein bisschen aktivieren. Auch hier mit den Füßen ein bisschen zupacken. Noch 10. Und dann kommen wir nach oben. Komm in die Grätsche. Wir starten rein mit Zeitverlagern, 10 pro Seite. Ausfallschritte. Danach Hindu-Push-Up und dann Kick-Through. 4 Übungen, jeweils 30 Sekunden. Wir haben so gut wie keine Pause dazwischen, weil das alles direkt übergehend ist. Und wir starten in 3, 2, 1. Let's go. Seit verlagern von rechts nach links. Zu einer Seite, dabei das andere Bein ein bisschen wegschieben. Hier kraftvoll ins Bein, das Knie raus. Wenn es piepst gleich, gehen wir direkt rüber. Hoch, Ausfallschritte. Komm hoch, Step nach vorne, Push zurück. Step, Push. Denk dran hier. Lang und aufrecht bleiben, ins Vorderbein, Push aus dem Bein. Könnt die Arme mitnehmen, könnt die Arme oben halten, könnt euch an den Ohrläppchen halten. Was ihr wollt. Wichtig ist, stabilen Bein. Klare Linie vom Knie zur Fußspitze. Von hier gehen wir einmal runter in die Liegestützposition. Kommen rein in den Hund, Po nach oben, Brust zum Boden. Eng durchtauchen, Brust raus, Pobank zusammen, wieder hoch, Ferse zum Boden. Durchtauchen und zurück. In deinem Rahmen das, was geht. Kontrolliert atmen. Hier noch wunderbar auf den Knie. 3, 2. Okay, dann kommen wir in den Knie und die Hüfte. Kick through. Einmal und zweimal. Stabil. Rückspannung. Und wenn er hier rumkommt, Fuß. Dieser Fuß ist fest auf dem Boden. Der stabilisiert. Wieder zurück. Das stabilisieren. Schau mal, dass das Bein streckt. Die Bauchnabelhöhe ungefähr raus. Spannung im Körper. 3, 2, 1. Dann komm hoch. Alle zu vorne. Starten. Zeit verlagern. 2, 1. Komm zu einer Seite. Einatmen. Ausatmen. Locker, fließend, die Atmung kontrollieren. Komm noch ein bisschen weiter runter. Aber nicht mit dem Oberkörper, sondern mit der Hüfte. Dafür das Knie raus, Fuß im Boden. 3, 2, 1. Komm hoch. Ausfallschritte. Jetzt machen wir sie nach hinten. Sorry. Step zurück. Vorne bleiben wir fest im Bein. Und es ist immer nur ein Schritt ran und ein Schritt weg. Keine Zwischenschritte. Oberkörper schön lang und aufrecht. Auch hier aufrecht bleiben. Nicht, weil wir nach hinten gehen. Vorne bleiben im Oberkörper. Lang und aufrecht. 3, 2, 1. Liegestützposition. Komm zurück in Hund, Ferse zum Boden. Dreh dich hier richtig rein, dann top durch, push dich raus und zurück. Kontrollier die Atem. Nur noch 7 Sekunden. 3, 2, 1. Vierter Stand. Ein Switchen sei rein. Und zwei. Schön stabil. Wenn das Tempo gerne ein bisschen anziehen. Wichtig, Knie immer wieder eng
zum Boden. Und zum Boden. Und zum Boden. Verschützen. Und dann lösen. Super. Kurz durchatmen. Wenn ihr wollt, trinkt einen Schluck. Und dann braucht ihr eure Kettlebell. Weg. Alle weg. Okay, folgendes. Wir haben drei Übungen. Übung 1, ganz normale Swings. 45 Sekunden. Dann 30 Sekunden Goblet Squat, heißt ja, nimm das Gewicht hier hin. Danach Push Press. Boom, boom. 20 Sekunden rechts. 20 Sekunden links, dann machen wir, glaube ich, 30 Sekunden nur Pause. Wir haben zwischen den Übungen immer nur 8 Sekunden Pause. Das ist aber absolut genügend, weil wir müssen eigentlich nichts machen, außer die Kettlebell von A nach B bringen. Wir machen davon 3 Runden und dann fangen wir richtig an. Gut? Gut, 1 oder 2 Daumen habe ich gesehen. Das war nicht nur meine. Wir starten in 10 Sekunden. Ja, schön knackige Swings, denkt an alles, was ihr kennt. Ich sag's euch auch währenddessen nochmal. 3, 2, 1, let's go. Fest aufstehen, Schulterblätter zurückziehen. Oberschenkel fest, Po fest, engen Körper und durchhalten. Lange Wirbelsäule und denkt an den großen Zeh. Der große Zeh geht fest im Boden. Bleib dran. 5, 3, 2, 1. Schnapp sie einmal ran an die Brust. Wir stehen breit für Goblet Squats. 3, 2, 1. Let's go. Knie gehen nach außen. Push nach oben. Auch hier die Zehen geben Power. Komm, 5, 3, 2, 1. Gut, jetzt gebe ich da einmal an. Push Press. Ohne Pause. Dafür habt ihr die Beine. 3, 20 Sekunden, komm. Push Press stehen. Boom. Sicher abfangen. Boom. Abfangen. Boom. 2, 1. Lösen. Zeit hier nichts. 3, 2, 1. Let's go. Pup. Wenn du oben bist, Bauch fest, Po fest. Denk dran, der Arm in Verlängerung vom Körper. Nicht hier vorne, sondern vor ist frei. 5, 4. Und lösen. Gut. 30 Sekunden, kurz durchatmen. Wenn ihr Fragen habt, wisst ihr, Ton an, ruft rein. Wenn ihr atmet, Nase ein, Nase aus. 3, 2, 1, let's go.
explosiv. Pum. Pum. Als wolltest du wegspringen. Oben die Schulter nach hinten runterziehen. Zehn. Denk an die Wirbelsäule. Schön lang. Schön aufrecht. Let's go. Dann runterkommen. Brust raus. Halt das Gewicht hier. An dein Kinn. Nicht hier reinfallen, sondern aufrecht bleiben. Ja, gut, press. Arm noch eins, drei, zwei, let's go. Fang's ab und push. Fang's ab und push. Komm mal. Pump. Lange nicht am Soll. Gut. Zeitenwechsel. Vier. Three, two, one. Let's go. Komm rein. Two, one. One. Gut, wie geht's euch? Wird's warm? Schön. Trink kurz einen Schluck. Noch 15, dann die letzte Runde. Okay, macht dich bereit. 7. Komm, letzte Runde. Sekunden, komm. Explosiv. Explosiv. Power raus. 3, 2, 1. Nimm das Gewicht einmal hoch. 3, 2, 1. Squats. Rock and roll. Zehn Sekunden. Three, two, one. Okay, letzte Runde. Push press, komm. Noch 40 Sekunden. Let's go. Three, two, one. Good.
Durchatmen. Da wird's warm. Schluck trinken. Gut. Okay, von diesen beidbeinigen Sachen gehen wir jetzt zu einbeinigen und mehr Kondition, Stabilität, Rumpfmuskulatur ein bisschen anzusprechen. Und zwar machen wir Folgendes. Step Back Lunge plus Press heißt, rechtes Bein geht nach hinten, wie bei einem Warm-up, zweite Runde. Hier habe ich die Kettlebell. Press. Press. Ja, 30 Sekunden. Direkt danach, ohne Pause, einarmige Swings. Wenn ihr wollt und das schon gemacht habt, als wir da noch hier trainiert haben, ihr könnt es auch in so einem bisschen aktiveren Stand machen. Das Bein, wo hinten ist, das hat die Kettlebell. Und dann könnt ihr euch hier ein bisschen reindrehen. Habt noch ein bisschen mehr Rotation, ein bisschen mehr Funktionalität. Wenn ihr das schon mal gemacht habt, ist das eine coole Sache. Danach natürlich andere Seite. Linkes Bein, linker Arm, linke Seite Swings. Danach schnappt ihr die Kettlebell, rudern rechts 30, rudern links 30 oder halt andersrum. Letzte Runde, 60 Sekunden dann. Double clean. So Squat. Double clean. Ran. Squat wie eben. Hier Achtung, dass er nicht reinfällt, sondern mit langer Wirbelsäule. Wie bei einem Swing. Spannung im Bauch. Kreuzheben. Clean. Squat. Schwung. Clean. Okay? Das sind dann 60 Sekunden. Der Trick an der ganzen Sache ist, dass ihr eure Atmung kontrolliert. Dann ist das Ganze auch leicht bis einfach. Okay? Wir machen davon 3 Durchgänge. Sind genau 18, okay, sind 17 Minuten und 15 Sekunden. Es sind eigentlich fast genau 17 Sekunden, weil ein bisschen egal. Um den Dreh. Ready? Simone? Ah, dachte schon. Cool. Starten in 17 Sekunden. Schnapp dir deine Kettlebell. Ganz wichtig, wenn es immer geht, mach es ohne Kettlebell, aber bleib dran. Es sind nur 3 Runden. Alles nur 3 Mal. 4. Komm, rechter Arm, rechtes Bein. Let's go. Step zurück, press nach oben. Kontrollierst dann wieder runter. Und idealerweise läuft beides gleichzeitig, oder? Ran, Lunge, Push Press. Ran, Lunge, Press. Und dann gleich rein in die Swings, Single Arm. Parallel oder ein Bein zurück. Vier. Passt, wir haben Zeit. 15 Sekunden Pause zwischendurch. Könnt ihr kurz absetzen, wenn ihr wollt. Kurz lockern. Hau dann. 5. 4. Linkes Bein geht zurück. Linker Arm drückt nach oben. Feststehen. Und dann ran, Swings. Immer wieder Schulter zurück. Po fest. Oberschenkel fest. Füße greifen den Boden.
4. 3, 2, 1. Dann abstellen. Ein Arm. Rudern. Ein Bein ist vorne. 2, 1. Lehn dich weit vor. Zieh den Ellenbogen am Körper vorbei. Du kannst mit der Hand hier stützen oder es freilassen. Mit dem Rumpf stabilisieren. Ach, zwei Wechsel gleich, sorry. Cool. Komm, 8. 3, 2, 1. Abstellen. 60 Sekunden. Double clean to squat. Heißt, wir stehen etwas breiter als hüftbreit für die Kniebeuge. Schnappen schon mal die Kettlebell. Gerade Rücken. Dann cleans hoch. Zack. Ein Squat. Hier wieder kontrolliert runter. Zack. Squat. Du kannst es hier ruhig langsam machen. Dann schnell hoch. Bis du ein gutes Gefühl im Rücken hast. Hup. Und wenn es geht, geh ruhig deinen Rhythmus. Sekunden. Gut. Durchatmen. Eine Minute. So weit, so gut. Nur noch zweimal das Ganze. Es sind nur noch 8 Minuten Training. Easy, oder? Genau, richtig. Okay, mach dich bereit. Ein Arm, ein Bein. Ich fange dieses Mal mit links an. Noch 3, 2, let's go. Step, rest. Beim Runtergehen, achte darauf, dass du lang bleibst. Heißt, vollen Druck ins Bein. Nicht hier wegfallen, sondern hier muss der Druck rein. Ins vordere Bein, in den Po. Fersenboden. Da voll belasten. Komm, noch 6. Und dann Swings, einarmig. Denk an die Füße. Besten Boden. Schulterblatt, pum, zurück. Pum. Ziehen. Seitenwechsel. In 5 geht's weiter. 4. 3, 2, 1. Step back. Ganz aufstehen. Boom, fest. Bauch fest. Po fest. Oberschenkel fest. Schau, dass du hier immer tight bist.
three, two, one. Und swings. Kontrolliert deine Technik. Immer wieder ist er lang. Sind die Füße fest im Boden. Kommt der Schwung aus der Hüfte. Three, two, one. Absetzen. Wir gehen gleich rudern. Haben keine Pause dazwischen. War vorhin mein Fehler. Arm um eins. In drei. Two, zwei. One. Let's go. Und schau mal nach unten. Ich drehe den Arm ein. Aus. Ein. Aus. Wie bei den Liegestützen. Nach unten eindrehen, oben ausdrehen. Aus der Schulter, mehr Dynamik. Funktionalität. Rausholen. Three, two, one. Armwechsel, Beinwechsel. Let's go. Hier immer wieder darauf achten, dass ihr stark im Bauch seid. Nicht nur rudern über den Rücken, stark im Bauch anspannen, aktiv anspannen. Genau. Drei, zwei und Zeit. Okay, clean to squat. 60 Sekunden. In 5, 4, halte Kettlebell. Let's go. Ran, Squat, stehen, vor. Hier wieder nur bis zum Knien runter mit den Händen. Das reicht vollkommen. Dann extensiv, aus der Hüfte. Zack. Die Atmung. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Und halt dich so. Komm, 5 Sekunden. Three, two. Und sehr schön. Durchatmen, nochmal eine Runde. 4 Minuten. Tief im Bauch und langsam ausatmen. Spürt rein in den Bauch, auch während den Übungen jetzt hat. Letzte Runde, schaut nochmal hier, voll die Spannung aufbauen, voll die Spannung festhalten. Wir starten in 4. Komm, letzte Runde, 3. Let's go. Lunge und Press. Gut, komm, 6 Sekunden. Three, two. Und dann swings. Let's go. Lange Wirbelsäule. Spannung nochmal, komm. Neun.
Ja. Gut. Mach dich bereit. 5, 4. Komm, bring das Kettlebell hoch. 2, 1. Lunge. Rest feststehen. Und zwingst, komm, 30. Bauchspannung. Kontrolle halten. Zehn Sekunden. Und lösen. Gut, bereit mal, rudern. Komm, Arm Nummer 1. Fein zurück. Feststehen. Pull. Schulterblätter bleiben immer fest nach hinten. Beide Schulter ziehen zurück. 3, 2, 1. Gleich wechseln, andere Arm. Zehn Sekunden, komm. Okay, komm. Eine Minute. One more minute. Komm, runter. Schnapp die Kettlebell. 3, 2, 1. Und dann clean. Squat. Konzentriere dich nur auf die Bewegung und die Atmung. Alles andere kommt mir von selbst. Knapp 30 Sekunden. Wenn du es oft hast, erhöhen wir das Tempo. Komm. 15. 2, 1. Und los. Gut. Trink was. Gut, wie fühlt euch? Noch ganz schön außer Atem. Aber gut, aber die Kettlebell wird immer schwerer gefühlt. Ja. Also in den letzten Wochen, obwohl ich sie ab und zu in der Hand habe. Ich verrate euch jetzt meinen Trick. Ihr macht jeden Tag 100 bis 200 Swings. Ich meine es todernst. Und ich sage euch auch, ich mache das seit
2 Wochen, 2,5 jetzt mit der 28er und habe es davor 5 Wochen lang gemacht mit der 24er. Jeden Tag 100 bis 200 Swings. Einfach machen. Nicht am Stück. Aufteilen. Ins Training rein. Morgens 10, mittags 10, abends 80. Einarmig. Alles, was euch einfällt. Wir merken, das geht. Nicht so wild. Und dann. Habt ihr jetzt was zu tun bis Weihnachten? Ihr werdet euch wundern, was da passiert. Weil rein durch diese hohe Frequenz, das sind ja über 1000, je nachdem zwischen 700 und 1000 Stück in der Woche oder sowas, die Swings werden echt, echt, echt leicht. Es wird viel, viel leichter. Einfach jeden Tag. Cool, wir gehen zum Endspurt. Und zwar machen wir Folgendes. EMOM, every minute on the minute. Der Timer stellt auf 1 Minute. Wenn ich sage, los, machen wir 10 Swings, ein Burpee. Dann habt ihr so viel Zeit, bis diese Minute wieder voll ist. Dann piepst es wieder und dann machen wir 10 Swings, 3 Burpees. Wieder so lange Zeit, wie ihr übrig habt. Also immer zur vollen Minute. Wir machen davon 6 Runden. Das heißt, wir haben 1, 3, 5, 7 ist dann Nummer 4, 9 ist Nummer 5 und Runde 6 sind 11 Burpees. Ja, und da wird es dann zeitlich auch, glaube ich, dann schon ganz schön knapp. Weil 10 Swings, 15 Sekunden, 10 Swings und dann haben wir 11 Burpees, 40 Sekunden. Na gut, das geht auch. Was ist das Alternativprogramm? Kniebeuge. 6 Minuten. Nee. Und dazu die Alternative? Kniebeuge. Also zu einer Kniebeuge gibt es keine Alternative, weil wenn du keine Kniebeuge mehr kannst, kannst du dich auch nicht mehr auf Toilette setzen. Und die nächste Alternative ist die. Ihr denkt immer, Kniebeuge ist das hier. Wenn das halt nicht mehr geht, ist halt das eine Kniebeuge. Und wenn das nicht mehr geht, dann 6 Minuten gehen. Gehen, 6 Minuten gehen. Ready? Gut, das nehme ich als Ja. Ihr braucht die Kettlebell, wir starten mit 10 Swings und gehen dann rein in die Burpees. Ich sage es euch auch nochmal, wie viele es sind, hoffentlich. Gut, komm, es sind 10 Stück, 7, 6, 5, 4, 3, 2, let's go, 10 Swings. Burpee. Kurz lockern, kurz durchatmen. Ja, das waren jetzt insgesamt 20 Sekunden. Wir haben noch 27 Pause. Versucht trotzdem, das immer so schnell wie möglich zu machen. Ja? Nicht zu lange pausieren, sondern schön knackig, schön zackig. Dann haben wir wie ein kleines Intervalltraining. 20, 30 Sekunden, boom. Und dann wieder ein bisschen Pause. Heißt, Swing, Schultern runter. Bremst das Gewicht ab, zieht es wieder runter. Schaut mal, ob ihr so schnell seid wie ich bei den Swings. 3, 2, 1 und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 Burpees. Denken an die Swings. Runterziehen. Kraftvoll bleiben. Boom. Richtig von unten raus und dann oben. Dagegen halten. Wie aktives Hängen. Komm, noch 10. Jetzt sind es 5 Burpees. 3. 2. 1. Let's go.
Nächste Runde. Das sind 7 Burpees. 3, 2, 1 und komm, zählt durch. Noch 2 Minuten. 9 Burpees. In 6, 5, 4. 3, 2, 1. Okay, letzte Runde. Starten in 8. 3, 2, 1. Dominik, bist du schon durch? Jetzt. Gut. Mareike, alles klar oder kotsch gerade in die Wohnung? Fast. Sehr schön. Tief durchatmen. Puls ein bisschen runterkommen lassen. Schaut hoch mal, dass er aufsteht und euch noch ein bisschen locker bewegt. Ein bisschen schütteln. Nimm mal die Arme hoch, Ellbogen, Schulter ganz locker hängen lassen und lass schön mal die Hände. Und dann lass die Arme fallen und bounce so ein bisschen am Platz. Schultern lockern, Arme, Hüfte. Und dann nochmal stehen, ein bisschen in den Knie, das Becken fällt nach hinten, wir schwingen, außenrum.
aus der Taille. Dass die Arme immer lockerer werden. Lass die Schulter lange los. Der Hinterkopf zieht nach oben. Die Wirbelsäule wird immer länger. Die Beine werden immer stabiler und fester. Das Gewicht von oben, von den Schultern, gibt es immer mehr ab. Und dann bauen wir mal aus. Lass die Knie gebeugt, steh ganz aufrecht und lass das Gewicht von deinen Schultern immer mehr auf die Hüfte sinken. Stell dir wirklich vor, das ganze Gewicht setzt auf deine Hüfte ab. Tief durchatmen, tiefen Bauch. Schüttel nochmal die Füße. Ja! Und in diesem Sinne schon mal vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Schön, dass ihr da wart.